tiefer graben zwischen Brüssel und Moskau. Der EU-Außenbeauftragte Borrell spricht mit Russlands Außenminister Lavrov. Deutschland bleibt noch im Lockdown, Frankreich verzichtet auf chinesisches Vakzin und Briten isolieren strenger. Dänemark will in der Nordsee eine künstliche Energieinsel bauen und Strom für 10 Millionen Haushalte erzeugen. Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, und Russlands Außenminister Sergej Lavrov hatten sich bei ihrem Treffen in Moskau gleich mit mehreren heiklen Themen auseinanderzusetzen. Dabei sei stets Klartext gesprochen worden, betonten beide Diplomaten. Ganz oben auf der Tagesordnung der Fall Alexei Nawalny. Ich habe Herrn Lavrov unsere große Sorge ausgedrückt und unseren Aufruf für Nawalnys Haftentlassung und die Einleitung einer unparteiischen Ermittlung über seine Vergiftung wiederholt. Der russische Oppositionspolitiker, dessen Bewährungsstrafe aufgrund von Verstößen gegen Auflagen in Freiheitsentzug umgewandelt wurde, war Mitte Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. Ich spreche über die Feststellung der Wahrheit, was mit Nawalny geschehen ist und wo es geschehen ist, sagte Lavrov. Zu unseren zahlreichen Versuchen, an die Untersuchungsergebnisse zu gelangen. Deutschland, Frankreich, Schweden und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen haben uns keine Antworten geliefert. Das ist gelinde gesagt ziemlich unhöflich. Solch eine Arroganz erscheint mir nicht hinnehmbar, so der russische Außenminister. Versöhnlichere Töne klangen beim Thema Impfstoff und der Möglichkeit, das russische Mittel Sputnik auch in der Europäischen Union einzusetzen, an. Es ist eine gute Nachricht für die gesamte Menschheit, weil das bedeutet, dass wir ein weiteres Mittel haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Ich hoffe, dass die Europäische Arzneimittelagentur die Wirksamkeit des Impfstoffes verbriefen wird, damit er auch in den Staaten der Europäischen Union eingesetzt werden kann. Wie tief der Graben aber zwischen Brüssel und Moskau insgesamt ist, lässt eine Aussage Lavrovs erahnen, der wörtlich betonte: Wir organisieren unser Leben unter der Prämisse, dass die EU kein verlässlicher Partner ist, zumindest derzeit nicht. Es war ein kontroverser Besuch mit einem kontroversen Timing. An dem Tag, an dem EU-Außenbeauftragter Josep Borrell in Moskau mit dem russischen Außenminister Sergej Lavrov konferierte, hatte Oppositionsführer Alexei Nawalny wieder vor Gericht zu erscheinen. Euronews bat politische Analysten um ihre Einschätzung. Die EU vermeide eine Konfrontation mit Moskau, so Joanna Hossa vom European Council on Foreign Relations. Zu Beginn der Pressekonferenz sagte Lavrov, dass beide Seiten vor einer weiteren Verschärfung der Situation warnten. Moskau wisse, dass die EU keine Verschärfung wolle, mache aber trotzdem so weiter wie bisher. Borrell kam ohne klares Mandat zu Lavrov, denn die EU-Staaten sind in der Frage weiterer Sanktionen gegen Russland gespalten. Doch wird Borrell für seinen Pragmatismus auch gelobt. Dies sei der Beginn einer Diskussion, meint die finnische EU-Abgeordnete Elsi Katainen. Es sei gut, dass Borrell die Haltung der EU klargemacht und das russische Vorgehen verurteilt habe. Selbst in schwierigen Situationen sollte ein Dialog aufrechterhalten werden. Die russische Seite erklärte, Moskau werde Einmischungen von außen in den Fall Nawalny niemals akzeptieren. Die Putin-Regierung werde auf Druck nicht nachgeben, so der Analyst Andrei Kortunov. Er erwarte daher keinerlei Folgen der Erklärungen, nicht nur von Borrell, sondern auch von Bundeskanzlerin Merkel, Staatspräsident Macron und anderen nicht. Diese würden keine Auswirkungen auf die Situation mit Nawalny haben. On the situation with Nawalny. Russland sonnt sich wegen seines aktuellen Kassenschlagers, des Sputnik-Impfstoffs, derzeit im diplomatischen Glanz. Nawalny soll das nicht verderben. Kommt
Kommt die Lockdown-Lockerung in Deutschland oder nicht? Die Zahlen sinken, der Druck auf Krankenhäuser lässt nach. Doch die Impfungen laufen nur langsam an. Dazu sind neue und ansteckendere Virusvarianten im Umlauf. Lockdown-Lockerung ja oder nein? Es heißt abwarten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: Ich habe schon zu Beginn des Winters gesagt, das wird die härteste Zeit jetzt werden für uns. Und so ist es auch gekommen. Und trotzdem können wir sagen, der Scheitelpunkt der zweiten Welle ist überschritten. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten und dann kommt ja auch zunehmend die Impfung. Die Krankenhäuser werden bald entlastet sein, weil die Älteren nicht mehr so krank werden. Also ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit. In Frankreich bleibt alles erst einmal so, wie es ist. Keine Lockerungen, aber auch kein neues striktes Confinement. Präsident Emmanuel Macron versprach, wer sich impfen lassen will, soll das bis Ende des Sommers tun können. Allerdings vorerst nicht mit dem chinesischen Vakzin. Ich habe keinerlei Informationen über den chinesischen Impfstoff. Dazu werde ich nichts sagen, nur so viel. Wenn dieses Mittel mittel- oder langfristig nicht funktioniert, dann wird es neue Virusvarianten fördern. Es wird dann die Lage in diesen Ländern in keiner Weise verbessern. It will absolutely not fix the situation of these countries. Derweil wird der Impfstoff von AstraZeneca nun auch in den Niederlanden nicht an Menschen über 65 Jahre verteilt, so wie es schon in Ländern wie Frankreich, Deutschland oder Italien der Fall ist. Großbritannien hat bei den Impfungen derweil einen Vorsprung vor den EU-Ländern. Jetzt zieht die Regierung bei der 10-Tages-Quarantäne für Einreisende die Schrauben noch einmal an. Ab dem 15. Februar müssen sich Betroffene nach der Einreise in ein Hotel in die Pflichtisolation begeben. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte: Das Wichtigste ist es jetzt, dass es gegen das Gesetz ist, zu reisen. Es sei denn, man hat einen guten Grund. Und ganz wichtig, alle, die in Großbritannien ankommen, müssen sich für 10 Tage isolieren. Inzwischen ist in Großbritannien jeder 5. Erwachsene geimpft, so die Regierung. Das entspricht mehr als 10 Millionen Menschen. Besorgniserregend sei aber, dass sich weiße Menschen deutlich häufiger impfen ließen als schwarze Asiaten oder Angehörige anderer ethnischer Minderheiten. In dieser Bevölkerungsgruppe sei die Skepsis gegenüber Impfungen besonders groß, hieß es. Ursprünglich nahm Serbiens Präsident Aleksandar Vučić das Coronavirus nicht sonderlich ernst. Dann legte er eine 180-Grad-Wendung hin. Inzwischen hat das Land mehr als 500.000 Menschen geimpft. Europaweit steht es bei der Impfrate bezogen auf die Bevölkerung an zweiter Stelle hinter den Briten. Zum Einsatz kommt vor allem das Vakzin aus China, das in der EU nicht zugelassen ist. Wir arbeiten mit Sinopharm. Wir impfen bis zu 2.000 Menschen am Tag. Und hatten bisher keine negativen Erfahrungen. Nach der Impfung sitzen die Patienten noch 15, 30 Minuten im Wartezimmer und es gab bisher keinerlei Nebenwirkungen. Serbien nutzt auch westliche Mittel und es werden größere Lieferungen des Impfstoffs Sputnik V aus Russland erwartet. Ich bin überrascht. Ich habe selbst im Gesundheitsbereich gearbeitet und weiß, dass er gut ist. Aber ich bin überrascht über die gute Organisation und das viele Gesundheitspersonal. China hatte Serbien 1 Million Dosen seines Impfstoffs geschickt. Einige Beobachter sagen, Peking wolle damit letztlich auch seinen Einfluss in Europa ausbauen. Windkraftanlagen sind vor den Küsten Dänemarks bereits weit verbreitet. Jetzt plant das Land den nächsten Schritt und will in der Nordsee eine künstliche Energieinsel anlegen. Diese soll rund 80 Kilometer vom Festland entfernt liegen und den Strom speichern, den die Windräder erzeugen. Das Vorhaben findet in Dänemark parteiübergreifend Zustimmung. Die Insel soll spätestens im Jahr 2033 vollständig betriebsbereit sein. Mit 10 Gigawatt, was der Zukunftsplan für diese Insel ist, wird dort genug Energie für 10 Millionen Haushalte erzeugt. Und es gibt nur 6 Millionen Menschen in Dänemark, also wollen wir natürlich auch zur Entwicklung einer grünen Strategie für ganz Europa beitragen.
Die Kosten werden mit umgerechnet rund 28 Milliarden Euro angegeben. Das entspricht fünfmal der Summe, die für den Bau der Brücke zwischen den Inseln Fyn und Seeland aufgebracht werden musste. Die Pläne für die künstliche Energieinsel sehen auch vor, die Aufnahme- und Speicherkapazität später zu erhöhen. Derzeit wird von 200 Windkraftanlagen ausgegangen. Eines Tages sollen es bis zu 650 sein. Weil es im Business nicht nur darum geht, schnell zu sein, sondern vor allem darum, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen. Weil keiner besser sein kann, wenn er wieder Mainstream denkt. Immer und überall geben wir Ihnen eine andere Sicht der Märkte. Denn Wirtschaft ist vor allem eine Vision. Euronews. Eine andere Sicht auf die Wirtschaft. Tiefer Graben zwischen Brüssel und Moskau. Der EU-Außenbeauftragte Borrell spricht mit Russlands Außenminister Lavrov. Deutschland bleibt noch im Lockdown, Frankreich verzichtet auf chinesisches Vakzin und Briten isolieren strenger. Mit Symbolen gegen den Militärputsch. Öffentliche Proteste in Myanmar nehmen zu. Josep Borrell, der Außenbeauftragte der Europäischen Union, und Russlands Außenminister Sergej Lavrov hatten sich bei ihrem Treffen in Moskau gleich mit mehreren heiklen Themen auseinanderzusetzen. Dabei sei stets Klartext gesprochen worden, betonten beide Diplomaten. Ganz oben auf der Tagesordnung der Fall Alexei Nawalny. Ich habe Herrn Lavrov unsere große Sorge ausgedrückt und unseren Aufruf für Nawalnys Haftentlassung und die Einleitung einer unparteiischen Ermittlung über seine Vergiftung wiederholt. Der russische Oppositionspolitiker, dessen Bewährungsstrafe aufgrund von Verstößen gegen Auflagen in Freiheitsentzug umgewandelt wurde, war Mitte Januar nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau festgenommen worden. Ich spreche über die Feststellung der Wahrheit, was mit Nawalny geschehen ist und wo es geschehen ist, sagte Lavrov. Zu unseren zahlreichen Versuchen, an die Untersuchungsergebnisse zu gelangen.
Deutschland, Frankreich, Schweden und die Organisation für das Verbot chemischer Waffen haben uns keine Antworten geliefert. Das ist gelinde gesagt ziemlich unhöflich. Solch eine Arroganz erscheint mir nicht hinnehmbar, so der russische Außenminister. Versöhnlichere Töne klangen beim Thema Impfstoff und der Möglichkeit, das russische Mittel Sputnik auch in der Europäischen Union einzusetzen an. Es ist eine gute Nachricht für die gesamte Menschheit, weil das bedeutet, dass wir ein weiteres Mittel haben, um die Pandemie zu bekämpfen. Ich hoffe, dass die Europäische Arzneimittelagentur die Wirksamkeit des Impfstoffes verbriefen wird, damit er auch in den Staaten der Europäischen Union eingesetzt werden kann. Wie tief der Graben aber zwischen Brüssel und Moskau insgesamt ist, lässt eine Aussage Lavrovs erahnen, der wörtlich betonte: Wir organisieren unser Leben unter der Prämisse, dass die EU kein verlässlicher Partner ist, zumindest derzeit nicht. Kommt die Lockdown-Lockerung in Deutschland oder nicht? Die Zahlen sinken, der Druck auf Krankenhäuser lässt nach, doch die Impfungen laufen nur langsam an, dazu sind neue und ansteckendere Virusvarianten im Umlauf. Lockdown-Lockerung ja oder nein, es heißt abwarten. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte: Ich habe schon zu Beginn des Winters gesagt, das wird die härteste Zeit jetzt werden für uns und so ist es auch gekommen. Und trotzdem können wir sagen, der Scheitelpunkt der zweiten Welle ist überschritten. Wir müssen jetzt noch ein bisschen durchhalten und dann kommt ja auch zunehmend die Impfung. Die Krankenhäuser werden bald entlastet sein, weil die Älteren nicht mehr so krank werden. Also ich sehe ein leichtes Licht am Ende des Tunnels, aber es ist eine unglaublich schwere Zeit. In Frankreich bleibt alles erst einmal so, wie es ist. Keine Lockerungen, aber auch kein neues striktes Confinement. Präsident Emmanuel Macron versprach, wer sich impfen lassen will, soll das bis Ende des Sommers tun können. Allerdings vorerst nicht mit dem chinesischen Vakzin. Ich habe keinerlei Informationen über den chinesischen Impfstoff. Dazu werde ich nichts sagen, nur so viel: Wenn dieses Mittel mittel- oder langfristig nicht funktioniert, dann wird es neue Virusvarianten fördern. Es wird dann die Lage in diesen Ländern in keiner Weise verbessern. It will absolutely not fix the situation of these countries. Derweil wird der Impfstoff von AstraZeneca nun auch in den Niederlanden nicht an Menschen über 65 Jahre verteilt, so wie es schon in Ländern wie Frankreich, Deutschland oder Italien der Fall ist. Großbritannien hat bei den Impfungen derweil einen Vorsprung vor den EU-Ländern. Jetzt zieht die Regierung bei der 10-Tages-Quarantäne für Einreisende die Schrauben noch einmal an. Ab dem 15. Februar müssen sich Betroffene nach der Einreise in ein Hotel in die Pflichtisolation begeben. Gesundheitsminister Matt Hancock sagte: Das Wichtigste ist es jetzt, dass es gegen das Gesetz ist, zu reisen. Es sei denn, man hat einen guten Grund. Und ganz wichtig, alle, die in Großbritannien ankommen, müssen sich für 10 Tage isolieren. Inzwischen ist in Großbritannien jeder 5. Erwachsene geimpft, so die Regierung. Das entspricht mehr als 10 Millionen Menschen. Besorgniserregend sei aber, dass sich weiße Menschen deutlich häufiger impfen ließen als schwarze Asiaten oder Angehörige anderer ethnischer Minderheiten. In dieser Bevölkerungsgruppe sei die Skepsis gegenüber Impfungen besonders groß, hieß es. Juan Diego Gaitan macht Hamburger. Die kann man bei ihm bestellen. Gaitan hat kein Restaurant und ist auch kein Koch. Er betreibt in der spanischen Hauptstadt Madrid eine sogenannte Dark Kitchen, zu Deutsch dunkle Küche. Hier wird nur Essen zubereitet, das dann von Lieferdiensten zu Kunden gebracht wird, die vorher per App oder per Telefon bestellt haben. Und das Geschäft läuft bestens. Gaitan hatte durch die Pandemie seine Arbeit verloren und war dann auf die Idee gekommen, sich eine Dark Kitchen zu mieten und Hamburger anzubieten. Wenn ich ein Restaurant hätte aufmachen wollen, da wären die Fixkosten allein schon viel höher gewesen. Ein Raum für die Gäste, Kellner, alles Kosten. Und im Lockdown hätten wir dann keine Gäste. Was ich jetzt mache, da bin ich viel flexibler. Ich mache meine Hamburger ohne Extrakosten. Seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie hat diese Branche einen Riesensprung nach vorn gemacht. Die Spanier bestellen im Lockdown doppelt so viel wie zuvor.
In ganz Madrid gibt es schon gut ein Dutzend solcher Küchen. Die, die jetzt neben solchen Küchen wohnen, sind nicht erbaut. Sie klagen über den ständigen Lieferverkehr, den Lärm und fordern strengere Hygienevorschriften und Kontrollen der Küchen. In dieser ehemaligen Lagerhalle baut ein findiger Unternehmer 18 Dark Kitchens, die er dann an Menschen wie Gaetan vermieten will, die sich zutrauen, Hamburger zuzubereiten oder das Paella-Rezept der Oma. Gegen Vorwürfe setzt er sich zur Wehr. Wir erfüllen alle sanitären Vorschriften der Stadt Madrid, vielleicht besser als manches Restaurant. Martinez de Velasco ist der Meinung, mit seinen Dark Kitchens auf eine Goldader getroffen zu sein. Vor Anfragen kann er sich kaum retten. In Zukunft werden auch traditionelle Restaurants solche Küchen nur für den Lieferservice haben, damit sie schnell auf die Nachfrage reagieren können. Und in der Tat hat ein Fastfood-Riese mit goldenen Bogen bereits damit begonnen, der übergroßen Nachfrage nach seinen Speisen mit der Eröffnung von Dark Kitchens Herr zu werden. Der Hamburger kommt ins Haus, ob von José Diego Gaitán oder von McDonald's. Marktforscher gehen davon aus, dass dies auch so bleibt. Die Corona-Pandemie hat offenbar auch positive Nebenwirkungen. So wird die Grippewelle diesen Winter wohl extrem schwach ausfallen. Wahrscheinlich ist der Grund die Corona-Maßnahmen. Wie das Robert-Koch-Institut berichtet, wurden bis Ende vergangener Woche etwas weniger als 400 bestätigte Fälle einer Influenza gemeldet. Zum Vergleich, Ende Januar vergangenen Jahres waren es mehr als 20.000. Allerdings wird nur ein geringer Teil der Grippeinfektionen im Labor bestätigt. Die reale Zahl ist daher deutlich höher. Dennoch zeigen die Daten, wie stark sich die Grippe ausbreitet. Dass sich die Grippe ganz ähnlich wie Corona überträgt, wurde also durch die Hygienemaßnahmen gegen SARS-CoV-2 auch die Ausbreitung der Influenza-Viren deutlich reduziert. Der Effekt ist nicht neu. Schon vergangenes Frühjahr kam es durch Corona-bedingte Schulschließungen, Abstand halten und in die Ellenbeuge niesen zu deutlich weniger Atemwegserkrankungen. Der Dreifingergruß symbolisiert den Protest gegen den Militärputsch in Myanmar. Als weiteres Zeichen des Widerstands gelten rote Schleifen. Während Massenproteste bisher ausbleiben, zeigt die Bevölkerung zunehmend ihre Wut über den Putsch mittels dieser Symbole bei zahlreichen kleineren Kundgebungen und Aktionen. Die roten Schleifen sieht man im ganzen Land. Wir machen mit, weil wir für die Wahrheit protestieren. Wir setzen uns für die tatsächlichen Ergebnisse ein, die wir gesehen haben. Unsere Minderheiten glauben, dass wir nicht viel getan haben, obwohl wir ein Ministerium für ethnische Angelegenheiten haben. Wir wollen zeigen, dass wir uns sowohl für die ethnischen Minderheiten als auch für die Wahrheit einsetzen. Das Militär hatte am Montag die Macht im ehemaligen Birma übernommen. Die faktisch als Regierungschefin amtierende Aung San Suu Kyi war zusammen mit zahlreichen anderen Politikern festgenommen worden und soll sich im Hausarrest befinden. Die 75-Jährige war im November mit klarer Mehrheit wiedergewählt worden. Das Militär spricht von Wahlbetrug. Befürchtungen wachsen, dass das Militär den Demonstranten bald mit Gewalt begegnen könnte. Endlich ist es soweit. Großbritannien verlässt um Mitternacht offiziell die EU-Zollunion. Es ist nicht das Ende, es ist ein neuer Anfang. Die EU zu verlassen hat Konsequenzen.
Eine Tragödie, sowohl für Großbritannien als auch für die EU. Die Briten wollen mit der EU zusammenarbeiten, aber nicht mehr dazugehören. Der Hafen von Calais hinter mir ist eine wirtschaftliche Lebensader für Großbritannien. Manche, die für den Brexit gestimmt haben, haben das nicht erwartet. Jetzt ist er da, der Brexit. Das ist jetzt eine Tatsache.